Привет, Пораповозица oder irgendwie so ähnlich. Ich glaube, es ist relativ deutlich, dass ich die Sprache nicht spreche, um die es heute geht. Ja, heute geht es ein bisschen weiter in den Osten. Und zwar auch nicht nur in den Osten, sondern in die Vergangenheit. Genauer gesagt, die UdSSR. Ja, die haben wir relativ selten hier auf dem Kanal. Aber auch da gab es Elektronik. Und ein elektronisches Teil aus dem Bereich, das ist jetzt hier bei mir gelandet. Nämlich jenes Teil hier. Das ist offensichtlich ein Radio. Ja. Wurde mir in die Hand gedrückt mit dem Kommentar, ob ich mal nachgucken könnte, ob das überhaupt noch funktionsfähig ist. Und ja, ich meine, an aus werde ich wahrscheinlich noch finden. Aber ansonsten, es sieht so aus, als ob das ein bisschen Arbeit macht. Ja, was wir von außen schon mal sehen, klassischer Kofferdesign halt. Wir haben hier vorne, wenn wir hingucken, hier oben wahrscheinlich den Power-Button. Was auch immer das hier ist, eine Lampe. Und dann hier Lautstärke, Tonhöhe, Bass. Das ist zum Glück alles mit Icons, das kriege ich noch hin. Dann haben wir unten das Ding zum Drehen. Das bewegt hier oben so ein rotes. Ich glaube, das ist der Sender. Auch noch machbar. Und das hier wird dann wahrscheinlich das Frequenzband sein, was wir auswählen können. Das ist jetzt hier auf KB3. Ich glaube, es ist kein K. An der Seite haben wir dann ein Ding mit einer Aufschrift, was ich nicht verstehe, aber das verstellt das Ding hier und es klingt sehr mechanisch. Das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Damit können wir dann wahrscheinlich auswählen zwischen AM, FM oder UKW, Mittelwelle, was weiß ich, Langwelle wahrscheinlich auch noch, bei so viel wie hier drauf ist. Die Frequenzanzeige, die ist mir auch ein bisschen spanisch. Ich hätte jetzt hier unten das letzte als FM oder UKW bezeichnet. Wenn ich hier aber mal drauf gucke, das ist ja dieses untere hier, da haben wir die Frequenzen von 4,06 bis 4,56. Das sind jetzt eigentlich nicht die UKW-Bereiche, die ich kenne. Mal gucken. Ja, ansonsten, hier oben haben wir noch so ein wunderschönes Ding. Was könnte das sein? Ja, das ist tatsächlich die Ausziehantenne, die aus dem Bild rausgeht. Wenn man sie ganz auszieht, dann ist sie sogar drehbar und knickbar. Also Premium hier. Und die rastet tatsächlich auch ein in verschiedenen Sachen. Also da scheint man sich Mühe gegeben zu haben. Man kann sie sogar entfernen. Wenn man das Ding reparieren möchte, kann man es einfach rausdrehen, eine neue Antenne draufdrehen. Wieder fest, bevor hier irgendwas auseinanderfliegt. So. Und das Ganze wieder rein. Schön zu sehen, dass so eine Antenne mal nicht abgebrochen ist. Ach ja, knickbar natürlich auch. Sollte klar sein. Ne? Gut, das war's von der Vorderseite. Hier die Seite hatten wir ja schon mit der Beschriftung, die ich nicht lesen kann. Und die Rückseite, das ist das, wo meine Probleme anfangen. Das hier dürfte wahrscheinlich der Antennenanschluss sein. Das ist also für Lang- und Mittelwelle und so weiter. Das hier kann ich auch noch erkennen, das ist für einen Kopfhörer, das hier ist für ein Tonbandgerät, eine externe Aufzeichnung und das unterste, 220 bis 240 Volt, 50 bis 60 Hertz, 5 Watt, das ist wohl unser Stromanschluss. Ich habe diesen Stecker noch nie gesehen, könnte spannend werden. Glück für uns, hier unten ist noch was, das sieht mir nach einem Batteriefach aus. 9 Volt steht drauf, ein bisschen crusty, also wahrscheinlich ist da mal eine Batterie ausgelaufen, aber da unten ist noch was drin, also ich denke, das sollte machbar sein, zumindest mal den Batteriebetrieb hinzubekommen, damit dann zu gucken, ob das Ding generell läuft oder nicht. Ansonsten, wir haben hier Schrauben drin, 4 Stück, das heißt, das Äußere können wir abnehmen. Und ansonsten, ja, was noch hier drauf ist, ich weiß noch nicht, ob ich es zeigen kann, hier oben ist noch eine Plakette drauf, ich schätze, das ist eine Widmung. Falls es eine ist, mache ich euch eine Zusammenfassung oder was auch immer da rauskommt. Ja, ansonsten, ich würde sagen, ich packe mir das Ding hier mal, suche mir mal ein passendes 9 Volt Labornetzteil, mal vorsichtig Strom drauf geben, um zu gucken, ob noch irgendwas lebt. Und dann gucken wir mal, ob wir mit irgendwelche Sender empfangen oder geheimen russischen Funk. Keine Ahnung. Meh. So, jetzt heißt es erstmal rausbekommen, ob das Ding klappt oder nicht. Ich würde sagen, dafür holen wir hier die UKW-Skala, also dieses Dings. So. Kanaleinstellung sollte hiermit funktionieren. Wir sehen auch, wenn wir unten drehen,
bewegt sich der hier oben. Das ist ein gutes Zeichen. Üblicherweise gibt es dann irgendwie so eine Kordel, die da rumgeht, eine Schnur. Wenn sich das bewegt, dann ist da wohl noch alles in Ordnung, also zumindest mal die Kordel. Kann jetzt natürlich sein, dass innen drin diverse Bauteile kaputt sind, aber das werden wir dann sehen. Lautstärke runter. Gut, dann nehmen wir uns mal eine Spannungsquelle. Und was haben wir hier? 9 Volt stand hier, glaube ich. Gucken wir mal, ob wir rausfinden, wie das geht hier. Reinkommen normalerweise D-Zellen müssten das, glaube ich, sein. Ist aber auch im Endeffekt egal, was da reinkommt, denn wir werden es natürlich jetzt erstmal mit dem Labornetzteil machen. Einfach mit dem Hintergedanken, naja, Current Limit rein. Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann haben wir immerhin da noch irgendwas dazwischen, was dafür sorgt, dass nicht alles in Flammen aufgeht. So, und der schreibt ja 5 Watt. Das heißt also überschaubar viel Strom. Ich werde jetzt aber erst mal starten und einfach random Strom hier auf eine Seite geben und gucken, ob ich einen Kurzschluss sehe. Denn normalerweise werden bei hier solchen Radios die Dinger alle in Serie geschaltet. Das heißt also, wenn man am Schluss dann 4 Batterien hintereinander. Moment mal, hä? Nee, mehr. Das müssen dann ja 6 sein. Ja, 6 Batterien müssten es hintereinander sein für 9 Volt. Dann gucken wir mal, was hier an der Seite zu sehen ist. Und okay, hier kommen wir auf 0 Volt. Das scheint ein Kurzschluss zu sein. Das heißt, die andere Seite müsste dann das sein, wo wir unsere Spannung einspeisen können. Versuchen wir das mal. Oben, unten. Nichts passiert. Das klingt gut. Versuchen wir das mal umzudrehen und einzuschalten. Ich hoffe, so kann man was sehen. Dran halten und was passiert, wenn wir hier drücken? Okay, da hat sich was bewegt. Drück mal hier oben drauf. Okay, das sieht gut aus. Spannung sinkt erstmal, steigt dann wieder. 23 mA ziehen wir jetzt. Mal gucken, hören wir was. Hier lauter drehen. Das klingt gut. Kein Empfang, aber. Und da ist er weg. Das war aber, glaube ich, weil ich ja Kontakt verloren habe. Dann versuche ich mal die Antenne rauszuziehen. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo was finden hier. Okay, ich höre Sprache. Okay. Prinzipiell scheint irgendwas zu leben, aber der Empfang ist relativ schlecht und ich kriege bisher keinen Sender rein. Na gut, nehmen wir es mal auseinander. Dann dürfte ich auch an die einzelnen Kontakte kommen, die wir da brauchen. Hier 4 Schrauben, so Schlitzschrauben, das sollte machbar sein. Gucken wir mal, wie es im Inneren aussieht. Interessant auch, hier sind unterschiedliche Schrauben drin und die sehen auch schon etwas mitgenommen aus. Ich glaube, das war schon ein paar Mal offen. Und was haben wir? Tada! Okay. Gut, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier auf jeden Fall ein Netzteilstück, das sind Kondensatoren. Und hier anscheinend ein Teil vom Receiver, interessanterweise mit recht großen Dioden und Kondensatoren und so. Okay, was ist das? Wieso sind hier... Oh. Wow. So kann man es auch machen. Ich denke, man kann sehen, der Wahlschalter fürs Band, der hängt hier an so einer, an so einem Trommelding mit ganz vielen Kontakten. Und je nachdem, welches Band man nimmt, wird die jeweilige Platine hier mit Federn zum Hauptteil vom Empfänger durch verbunden. Das heißt also, man tauscht wirklich die Hardware quasi aus und hier ist dann wahrscheinlich der Filter fürs jeweilige Band drauf. Oder der erste Empfangsstück. Und so wird das dann gemacht. Wir haben hier unten noch einen zweiten Teil. Das dürfte wohl Drehkondensator sein. Da sehe ich die Schnur, die wahrscheinlich da mit dem Bandgedönse. Ja. Okay, hier kann man es sehen, dass sich da unten Dinge bewegen. Das ist also unsere Kanaleinstellung, die wir da haben. Ansonsten, wir haben schon Transistoren hier. 8710, also 1987 dürfte das dann hier vermutlich sein.
Hätte ich ehrlich gesagt älter eingeschätzt. 86, ja. Sieht nach dem Bereich aus. Okay. Auf jeden Fall schon mal keine größeren Schäden zu sehen. Das ist aber auch alles sehr seltsam gebaut. Weil, wenn ich mir das hier angucke, das Batteriefach ist an dem hier verschraubt. Das hier, keine Ahnung, wo das noch verschraubt ist. Aber der Trafo hier unten, der ist wieder am Batteriefach. Also, ja, da hatte jemand sehr viel Spaß, Dinge möglichst viel miteinander zu verbinden. Was wir mal probieren können, geht das? Müsste gehen. Mal schauen, hier sind Schlitze drin in dem oberen Teil. Eventuell können wir den Holzrahmen wegnehmen. Gehen wir davon aus, wenn wir hier diese Schraube lösen, sollten wir den Wahlschalter rausziehen können. Ja, das habe ich gemeint. Können wir den nämlich rausziehen. Das müsste dann jetzt eigentlich... Ja, jetzt kann man den ganzen Holzrahmen hier abnehmen. Haben wir den schon mal aus den Füßen. Kommen wir noch mehr Teile, die wir wahrscheinlich besser nicht sehen wollten. Wir gucken. Okay. Kondensatoren. Andere Seite ist der Bereich für die Kanaleinstellung. Ja, das hier ist die Kanaleinstellung. Wir gucken. Viele Stellen, an denen es sich dreht. Das sind sogar zwei Sachen. Wir haben hier diesen Kasten, der Tuning macht. Und hier unten, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Da ist da so ein Kamm. Das ist tatsächlich so ein offener Drehkondensator. Interessant zu sehen. Ja, was ist dann der Kasten hier? Weil der macht auch irgendwas und dreht mit. Hat jede Menge Spulen. Na gut, hier unten sieht man auch noch so ein bisschen, das haben wir eben schon gesehen, der Hinterteil von unserem Lautsprecher. Wo sind denn unsere beiden Kabel? Die sind hier hinter für die Stromversorgung. Dann probiere ich da mal weit dran zu tüdeln. Dann können wir das besser austesten. Ah, interessant. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gewundert, warum es nicht angeht. Ich habe hier unten auf der Metallplatte, wo der Kontakt ist, habe ich Kontakt. Aber hier hinten, wo der Strom rauskommen soll, da ist nichts. Ich denke, ich habe es gefunden. Wenn wir hier mal gucken, hier ist die Lötstelle zwischen dem Batteriefach und dem Kabel. Wenn ich ans Kabel gehe, tut sich nichts. Aber am Batteriefach selber, da funkt es hier nicht. Da ist eine kaputte Lötstelle. Okay, gut. Ein Fehler gefunden. Ich hoffe einfach mal, dass das einfach durch Bewegungen so ist, weil das ist jetzt eine Lötstelle, die auch nicht so dolle ist. Von dem Standort her. Gucken wir mal, ob wir den Kram hier rausbekommen. Jetzt kriegen wir es zumindest mal so weit raus, dass wir hier dran kommen. Wow. Super. Die Kabel sind natürlich exakt so lang, wie man sie braucht. Na gut. Jo, ja, hier ist definitiv die Lötstelle. Jetzt ist das Kabel ab. Dann löten wir das halt mal. Okay, ist wieder dran. Gucken wir mal, dass wir den ganzen Kram wieder da rein buxiert bekommen. So. Ich mache es jetzt absichtlich wieder fest, einfach weil die ganzen Kabel alle so kurz sind, dass man halt nirgendwo wirklich dran kommt. Und ja, meine Hoffnung ist, dass dadurch verhindert wird, dass hier irgendwo etwas rausreißt. Das muss nur wirklich nicht sein, wenn die hier noch auf Kabelsuche gehen zu müssen. Ich hoffe, dass das hier, wie gesagt, das Einzige war, was jetzt wirklich da ein Problem war. Einfach dadurch, dass es so eine große Lötstelle ist, die kann man schnell versemmeln, wenn man nicht genügend Leistung dahinter hat. Und naja, machen wir uns nichts vor. Bei der Leistung von Lötkolben und so hat sich wahrscheinlich ein bisschen was getan, zumindest bei der Wärmeleistung, die wirklich an der Spitze effektiv ankommt. Ja, gucken wir mal, das jetzt schon mal geholfen hat, dass wir es jetzt hier zuverlässig anbekommen. Dann können wir nämlich erst gucken, ob der Rest auch klappt und
Okay, nichts passiert. Kann aber sein, dass ich es noch ausgeschaltet habe. Und... Ja, geht an. Okay, gut. Dann hoch damit. Gehen wir mal auf Suche. Was wir machen können hier, wäre den wieder dran. Der war hier. Das war in dem Winkel ungefähr. Ich meine, am Ende macht es nichts aus, in welchem Winkel ich es hier anbaue, weil die Anzeige haben wir ja vorne. Die ändert sich nicht dadurch, dass ich den Drehknopf anders montiere. So, kann ich, ja, funktioniert. Dann gehen wir mal die Bänder durch und gucken, was der Rest so macht. Achso, wieso bin ich auch... Achso, ich hatte eben umgestellt. So. Mal gucken, ob wir irgendwo irgendwas empfangen. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Aber bisher, es ist zumindest mal nichts, das irgendwie so klingt, als ob es wirklich kaputt wäre. Ich meine, er scheint zu tunen. Ich hatte eben, wie gesagt, Überreste von Sprache. Okay, AM oder was auch immer diese Bänder sind, da kriege ich auf jeden Fall was rein, FM nicht. Jetzt kann das zwei Ursachen haben. Das wird zwei Ursachen haben. Die eine ist, dass ich nicht verstehe, was zum Geier ich hier tue. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, wenn man keine Ahnung hat, wie die damals gearbeitet haben. Was aber jetzt mir auch wahrscheinlicher wird, ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt hier was empfangen können. Ich vermute aktuell, hier hinten haben wir überall die Maßeinheit M. Das könnten Meterzahlen sein, dass das 4 Meter Band zum Beispiel ist. Ich müsste das mal umrechnen, aber ich meine so aus dem Bauchgefühl, das könnte mit UHF-Frequenzen hinkommen. Und wenn es das ist, könnte es eventuell auch sein, dass das ein... eine andere Frequenzbereich ist für UHF-Radio als das, was wir in Europa nutzen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, wenn wir hier nochmal anmachen, das Licht funktioniert tatsächlich noch. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Man kann er hier mal dunkler machen. Ja. Und ja, hier hinten kann man es auf jeden Fall leuchten sehen und muss es noch dunkler machen. Ja, ich denke, man kann erahnen, dass die Skala tatsächlich auch da etwas beleuchtet wird. Hier sehen wir, das Licht geht an. Achso, sehen wir nicht. Ist gerade aus dem Bild. Da. Also es scheint Lampen zu geben, die noch funktionieren. Hätte ich so nach der Zeit nicht erwartet. Was der Taster hier macht, keine Ahnung. Ich glaube, das ist zum Nullen oder so von hier der Skala. Aber egal, was ich hier mit der Skala veranstalte, auf UHF kriege ich auf jeden Fall nichts rein. Na gut, rechnen wir mal um, was das heißen soll. Okay, und ich habe es jetzt mal ausgerechnet, das kommt hin, wenn wir 4,06 Meter holen, dann entspricht das 73,84 MHz, Pi mal Daumen, und Maximaleinstellung hier, oder hier die Einstellung 4,56 Meter, das wären... 65,74 MHz, das heißt aber auch, hier ist die tiefere Frequenz, hier ist die hohe Frequenz. Andersrum, wie man das normalerweise hier gewohnt ist, aber okay. Das sind keine UKW-Frequenzen, die wir üblicherweise so nutzen, aber wenn man da mal im Internet guckt, dann gibt es hier das UIRT-Band, wie auch immer man das ausspricht. Das ist ein UKW-Rundfunkbereich zwischen 65,8 und 74 MHz, also genau das, was wir hier im Prinzip haben, aus der Sowjetunion, wenig überraschend. Und ja, heute senden immer noch ein paar Stationen, aber nur in Russland, Belarus, Ukraine und der Republik Moldau. Ich habe die Befürchtung, die kriegen wir hier nicht rein, das heißt also, ja, wahrscheinlich geht der FM-Part hier drin auch noch, ist aber nicht
benutzbar, zumindest nicht hier bei uns. Ja, gut, ich würde eigentlich sagen, dass das Ding wahrscheinlich dann noch komplett funktioniert. Nur, was machen wir jetzt damit? Eins, was man machen kann, bei meiner Suche habe ich auch gefunden, dass es das Modell hier in verschiedenen Varianten gab. Das hier ist jetzt dieses 214er mit den kyrillischen Buchstaben. Das wurde aber auch in den Westen exportiert. Da hat es dann verschiedene Namen gehabt. Zum Beispiel das Selena in verschiedenen Varianten. Und wichtig ist auch noch die Zahl, die drauf ist. 214 müsste das heimische Modell sein mit diesem Frequenzband hier. Es gab aber auch zum Beispiel dann 215, 16, irgendwie so, müsste ich gucken. Das war die Exportvariante. Die hatte dann die hiesigen Frequenzen. Das heißt also rein technisch ist der in der Lage, auch unsere Frequenzen hier zu empfangen für Radio. Aber ich gehe davon aus, dass dann hier bei dieser, wenn wir das nochmal hochmachen, bei hier diesem Karussell eine andere Karte drin wäre für UKW und entsprechend man das dann anpassen müsste. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt hier, ich weiß jetzt nicht, welche die Karte die UKW-Karte ist, müssten wir jetzt mal gucken. Aber man sieht ja hier jetzt an vielen Stellen sind Trimmer und so drauf. Ich gehe aber nicht davon aus, dass man es tatsächlich schaffen würde, hier die UKW-Sachen umzubauen, wollte ich sagen. Lass mal gerade das hier einstellen. Ja, das ist UKW. Okay, also UKW ist tatsächlich nur hier durchverbunden. Das heißt also, wahrscheinlich ist dann hier unten das unser UKW-Teil. Und den müsste man dann irgendwie tauschen. Es gibt zwar hier ein paar Spulen und so, wo man was anpassen kann, aber ich gehe nicht davon aus, dass ich hier es schaffen würde, das Ding auf unsere Frequenzen umzubiegen. Und selbst wenn ja, dann stimmen halt die ganzen Anzeigen nicht mehr. Auch nicht mehr so toll. Was ich machen werde, um das Ding hier sinnvoll oder zumindest mal halbwegs funktionsfähig zu machen, das ist hier die Buchse mal angehen. Das hier ist ja jetzt diese Buchse, die aus der Sowjetunion wohl stammt. Pin-out kann man zwar relativ einfach erkennen, das ist halt LN und ein Erdverbinder, aber das Kabel, ich habe es bisher noch nie gesehen, ich habe mal rund geguckt, ich finde das, den Stecker auch jetzt nirgendwo. Ich werde wahrscheinlich hingehen und hier irgendwas anders machen, kleine Adapterkabel bauen, dass man das an ein externes Netzteil anklemmen kann oder nicht 230 Volt hier auf den Trafo gehen, sondern einfach nur Batterie spielen. Ja, muss mal gucken, ob man da hier den oder irgendeinen von den anderen beiden dafür irgendwie nutzen kann. Oder wir können auch eigentlich unten einfach eine Buchse reinhängen. Das würde wahrscheinlich genauso funktionieren. Nur, dass man es zumindest irgendwie benutzen kann. Es ist zwar ehrlich gesagt wahrscheinlich keine gute Idee, hier ein Schaltnetzteil dran zu gehen. Und eben, ich weiß nicht, ob es auf dem Video zu hören war, da war sehr viel Störgeräusche drin. Ich gehe davon aus, die kommen hier von meinem Netzteil auch, weil das halt ein Schaltnetzteil ist. Und naja, diese Störungen, die koppeln da natürlich alles hier rein. Und allgemein, es ist analoges Radio. Hey, ich habe hier einen Laptop daneben. Ratet mal, was Störungen reinmacht. Als ich den weggestellt habe, kam plötzlich ein bisschen mehr Ton raus. Naja, gut. Also ich suche mal noch ein passendes Netzteil für 9 Volt. Guck mal, ob ich eine passende Buchse habe. Und ich glaube, ich werde es wirklich hier unten einfach ins Batteriefach legen. Dann kann man das ja einfach dann darüber benutzen. Und ansonsten, ich wüsste jetzt nicht, warum ich hier was dran machen sollte. Ja, sicher, man kann hingehen, die Kondensatoren mal tauschen, weil die halt nicht besser werden. Es kann sein, dass man es mal neu kalibrieren müsste, eventuell auch in den Abstimmkreisen ein paar Kondensatoren tauschen, wenn die gedriftet sind über die Zeit und entsprechend dann die Frequenzen nicht mehr stimmen. Aber dadurch, dass man halt ohnehin die hiesigen Radiosender nicht empfangen kann, sehe ich da jetzt keinen großen Benefit, wenn wir das anders machen würden. Na gut, ich würde sagen, ich baue das mal soweit wieder zusammen, mache die Kabel, die löte ich hier dran, die ich eben hatte. Die kann man dann hier irgendwo einfädeln, dass man hier in den Batterieraum kommt. Idealerweise hier unten, da haben wir so eine kleine Aussparung, wo die Seriennummer, die hier eingeprägt ist, auf dem Metallrahmen sieht. Das ist außerhalb von dem, wo Batterie ist. Das heißt, wenn man da die Buchse hinschieben könnte, könnte man sogar noch Batterien benutzen. Jo, gut, Plan steht. Bauen wir mal um. Okay, eine Idee habe ich aber gerade noch. Wie viel Spannung braucht er denn wirklich? Gehen wir mal ein bisschen runter damit. Vielleicht haben wir ja Glück und er läuft auch mit niedrigeren Spannungen. Dann
hätte das den wunderschönen Effekt, dass ich mir hier Step Up oder irgendwas sparen kann. Jetzt drehen wir mal langsam die Spannung runter und gucken, was passiert. Sieht gut aus. Das ist jetzt 5 Volt und es rauscht noch. Ja, und es kommt auch Ton raus bei 5 Volt. Wunderschön. Dann spare ich mir nämlich einfach den ganzen Kram und mache ein USB-Kabel dran. Zum Rumprobieren reicht das ja aus. Das heißt also, ja, USB-Kabel dran und dann passt das schon. Also schauen wir mal, ob wir die hier unten rausbekommen. Und ja, das sieht gut aus. Kann man die einfach hier irgendwo mit einer Buchse hinmachen. Ich habe noch ein altes USB-Kabel, was eh kaputt ist. Ja, hier ist, wie man sehen kann, zwar USB-C, aber hier hinten ist der Knickschutz ein bisschen kaputt gewesen. Alles auseinandergerissen. Dann schneide ich mir das hier entsprechend ab. Mache eine DC-Buchse drauf. Hier so Standard-Rundgedönse. Und jo, dann kann man es zumindest einen ausstecken. Das kann man dann unten drin irgendwo versenken. Und dann sollte das eigentlich erstmal passen. Okay, also unten drin sieht man jetzt da mit blauem Klebeband umwickelt die Buchse. Kann man unten reinlegen und wenn man sie dann doch braucht, dann kann man entsprechend hier mit so einem Kabel da dran gehen. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss zwischen Gerät irgendwie nutzbar machen und in einem Zustand halten, was ungefähr dem Original entspricht. Man kann es jederzeit abmachen, das sind halt 2 Lötstellen hier an der Seite. Da sehe ich jetzt kein so großes Problem. Gut, bauen wir mal zusammen, testen das Ganze nochmal. Wie gesagt, 5 Volt scheint ausreichend zu sein. Da wird man sicher nicht die höchste Lautstärke erreichen, aber zum Benutzen sollte das passen. Und das spart dann halt irgendwie einen Schaltregler dazwischen nochmal einen zusätzlichen. Was ich dann auch noch teste, ist mal den Netzanschluss. Und manchmal wird dran halten, wenn wir das Ding schon haben, können wir das auch mal machen. Aber ich gehe davon aus, dass er auch zumindest mal prinzipiell noch funktioniert. So, was ich noch gefunden habe, das sind hier solche Stecker, die waren von der LED-Matrix. Ich denke, wenn ich die Kontakte da raushole, kann ich die hier draufstecken. Dann müsste ich zumindest auch AC messen können. Okay, Testaufbau ist da und natürlich starte ich hier mit allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen und werde die Spannung nur langsam anheben. So, einmal Erde hier. Der ist verbunden, okay. Prinzipiell Erde ist schon mal da. Und was sagt unsere Widerstandsmessung? Ja, 500, 600 Ohm. Das sieht jetzt eigentlich nicht so falsch aus. Also primär scheint da was in Ordnung zu sein. Da tut sich was. Jo. Funktioniert. Das Brummen dürfte heißen, dass wahrscheinlich irgendwo ein Kondensator ein bisschen schwach ist. Aber sonst? Ich würde ihn halt wirklich nicht benutzen wollen, auch wenn ich das Kabel hätte. Einfach aus dem Grund, dass, ja, nennen wir es mal, ich bin von älterer Technik nicht immer so begeistert, was die Sicherheit angeht. Und ja, Sowjetunion hat jetzt auch nicht unbedingt so den Ruf, dass Sicherheit da den höchsten Stellenwert hat. Von daher ist mir da die Lösung mit dem USB deutlich lieber. Okay, dann schauen wir mal. Ich stecke jetzt mal den USB hier in eine Powerbank ein. Das sollte, denke ich, die beste Power Source sein. Und ja, es funktioniert. Mal gucken, geht das Licht auch? Hintergrundbeleuchtung. Die möchte bei der Spannung wohl nicht. Man sieht so ein bisschen Glimmen hier drin. Aber gut. Im Zweifelsfall kann man ja immer noch ein 9 Volt Gerät anklemmen. Ja, ich würde sagen, das ist Radio. Also tut's offensichtlich noch, was es soll.